Jetzt wollte ich für die Motorhalterung hinten die einzelnen Schlitten anbohren. Jetzt habe ich festgestellt, dass diese beiden Schrauben sich kollidieren mit der Motorhalterung. Das heißt, es kommen nur zwei Schrauben raus. Ja, jetzt war ich ein bisschen am Überlegen, mache ich das nur mit zwei Schrauben oder nicht. Ihr habt ja gesehen, wie ich das Ding verleimt habe, dass ich das richtig versucht habe, auch im rechten Winkel zu verleimen, aber ich werde jetzt diese Motorhalterung wieder absägen, werde eine neue Platte machen und die Motorhalterung selber dann auf diese Platte schrauben. Das heißt also, was ich da gemacht habe, wieder überflüssig gewesen. Das war jetzt eine böse Fummelarbeit, diesen kurzen Schlitten hier anzufertigen. Da habe ich gestern schon, lass mich gelogen, 3 Stunden bei gesessen, was ich nicht gefilmt habe. Und ich bin jetzt auch schon wieder weit über eine Stunde dabei, das einzujustieren. Machst du die eine Schraube fest oder beziehungsweise den einen Sockel fest, klemmt es, kürzt du den ein bisschen, klemmt das wieder woanders. Also das ist ein Hin und her, aber jetzt kann man, wie man gesehen hat, das von Hand drehen, ganz einfach, und ich denke mir, das wäre ist jetzt auch okay. So. Was ich jetzt eigentlich machen möchte, ist, dass ich den Motor hinten auf der anderen Seite, der Motor hier auf der einen Seite, dass ich den einsetze, dass vielleicht die Verschraubung von der Seite kommt,
oder eben das Material dünner macht, weil ich festgestellt habe, dass wenn ich hier rüberfahre auf die andere Seite da drüben, dass ich gar nicht ganz rüberkomme. Und ja, das gefällt mir nicht. Da kann man ja auch den Mittelklotz, wo er sich bewegt, einfach in der Mitte versetzen. Das kann ich jetzt aber noch nicht so genau sagen. Aber ich denke mir fast ja. Jetzt kann man da natürlich so gut wie gar nicht reinkommen. Doch, kann man. Also der Mittelklotz, den kann ich versetzen. Und ich glaube, da wo die Schiene drin ist, den werde ich versetzen. Einfach hier rüber. Dann komme ich hier hinten auch rüber. Also wieder alles abbauen. Mann, 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 Mann. Ich habe hier jetzt ein paar kleine Löcher reingebohrt, was ich euch nicht gezeigt habe. Denn ich habe hier so eine kleine Holzplatte gemacht. Die wird auf den Trafo gesetzt. Und der Trafo, wenn der fest ist, dann kann ich den hier ranschrauben. Und so kann ich ihn auch wieder abnehmen. Und da ich nur Schrauben habe, die so einen komischen Kopf haben, ja, mache ich das jetzt halt so, dass ich da eben hinten die Löcher reingebohrt habe. Dann müssen wir wieder die Löcher wiederfinden. So habe ich jetzt auch diese Lüftungsschlitze sozusagen noch frei. Und jetzt kann ich das Ding hier reinsetzen. Jetzt finden wir natürlich, dass diese Löcher nicht so gut. Ich hatte das zum Anzeichnen mit dem Brett gemacht, was ich da jetzt aber auch nicht kann. Oh. Ja gut, dann machen wir es eben mit Suchen. Suchet und ihr werdet nichts finden. Da ist er. Ich komme an mein Werkzeug nicht ran.
Ich habe jetzt, wie ihr sehen konntet, die Opferplatte zugeschnitten. Auf das Maß, was sie haben soll. Ich habe jetzt mein Notebook mitgebracht. Und jetzt ist der Tag der Wahrheit. Ich habe das Ding wirklich noch nie angeschlossen. Das Ding war noch nicht an. Bis auf den Versuch mit der Elektrik. Und jetzt werde ich erstmal dem Arduino mal Strom geben. Was ich auch noch nicht gemacht habe. Aber ich muss da noch mein Kabel einstecken. Jetzt wollen wir mal Estelcam öffnen. Und wenn jetzt alles funktioniert, müsste ich eigentlich mit Estelcam das Ding mal bewegen können. Runter. Das passt. Ja, jetzt brauche ich nur mal irgendwas, was ich fräsen kann. Ja, und dann können wir mal loslegen mit der Fräserei. Aber noch habe ich nichts. Ein Tag später, heute wollen wir mal die erste Fräsung wagen. Ich habe gestern noch die Zahnräder, die ich mir schon mal habe, fräsen lassen von einem Freund, selber jetzt noch mal erstellt. Und ja. Jetzt wollen wir das Ding erstmal auf Null setzen und dann wollen wir mal gucken, wie das funktioniert. So, erster Versuch daneben. Nochmal das Ganze von vorn. So, wie man sehen kann, ist das nicht ganz gelungen. Ich habe zwar Haltestege, kann man jetzt gar nicht sehen. Da zum Beispiel, da sieht man einen Haltesteg, aber die sind so knapp, dass sie eben rausgebrochen sind. Ja, sie fräst aber und hier war ich jetzt wahrscheinlich schon zu tief drin. Weil, ja, hier bin ich bestimmt, bin ich in die Platte reingefräst. Dadurch sind die Haltestege so gut wie weggefräst worden.
Mein Fräser ist auch für so eine Arbeit ein wenig zu kurz. Aber sie funktioniert und das ist das, was ich wollte. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr habt viel Spaß dran gehabt, vielleicht selber sowas mal nachzubauen. Es ist kompliziert. Ich muss sagen, allein mit diesen Schienen von dem chinesischen Hersteller ist das sehr kompliziert einzustellen. Da gibt es wahrscheinlich von Amazon die etwas teureren Varianten und gleich mit dem Sockelfuß, der auch aus, der gleich vorgefertigt ist und geht das wahrscheinlich auch einfacher. Aber es hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr einen Daumen nach oben macht, abonniert, ne, und vielleicht noch einen kleinen Kommentar da lasst. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.